Ja, schönen guten Abend, liebe Sucher und Finder auf den Ab-, Um- und Unwegen der astrologischen Welterkenntnis oder der alternativen Welterkenntnis. Ja, wie der Titel schon sagt, Halleluja, die Venus im Stier. Ich will mir mal ein paar Konstellationen angucken anlässlich dieser kosmischen Party der Venus im Stier. Ich habe die Zeit davor, wo die Venus durch den Widder gelaufen ist, leidlich durchlitten. Ja, es war nicht ganz einfach und insbesondere die letzten Grade eines Tierkreiszeichens, wenn da bestimmte Planeten durchgehen, das fällt mir immer besonders auf, das spüre ich immer ganz besonders, weil die letzten 10 Grade des Tierkreiszeichens, ja, wie habe ich geschrieben im Buch, sozusagen die Verdichtung eines Mangelpunktes sind. Das heißt, die letzten 10 Grad, da beginnen die Themen und die Blüte eines Tierkreiszeichens ja unterzugehen, auf die schiefe Bahn zu geraten und die Blüte beginnt zu verwelken. Und das spürt man. Also ich kriege das zumindest mit oder meine es mitzubekommen. Ja. Und die letzten 2,5 Grad eines Tierkreiszeichens sind ja wirklich der Untergang der alten Welt. Ja, das passiert in jedem Tierkreiszeichen. Und das ist nicht immer ganz leicht. Zugleich ist es aber auch so, dass ich insbesondere in den letzten 1,6 bis 0,8 Grad im Tierkreiszeichen zeigt sich denn schon der Funke der neuen Vision dessen, was als nächstes kommt. Ja, das ist sozusagen ein paralleler Prozess, der Untergang des Alten und zugleich das Auftauchen als Keimform, als Funken des Neuen. Ja, ich habe jedenfalls festgestellt, dass am Morgen, wo die Venus in den Stier reingelaufen ist, ich die Äuglein geöffnet habe und dachte, ah, endlich Frieden. Es war ganz angenehm. Also für mich zumindest. Und ich habe aber erst das gespürt und dann dachte ich, sag mal, was sind die Konstellationen heute? Und dann siehe da, stand die Venus auf 0,5 Grad, stehe, glaube ich, am Morgen. Und das war sehr angenehm. Das heißt, die ist natürlich jetzt nach Hause gekommen. Und die Venus steht natürlich sowohl für das Gemeinschaftliche als auch für das Physische, als auch im Besonderen, wenn wir von der Heldenreise ausgehen, für Ankommen im neuen Land, Regeneration und Teambildung. Ja, Ankommen, Orientierung, Regeneration, Verdichtung, Burgbau ist die zweite Phase. Dritte Phase ist dann die Mannschaftsbildung oder die Teambildung, wo sich der Held, wenn er denn eine Vision hat, entsprechend seiner Vision eine Mannschaft sucht und um sich herum bildet. Und die Aufgaben verteilt, die Arbeitsteilung festlegt, die Mannschaft sich sozusagen organisiert und vorbereitet für den Aufbruch in die Tiefe des fremden Landes, nämlich dann in den Zwilling, sprich in das dritte Haus. Ja. Beziehungsweise ist das dann die sechste Etappe der Heldenreise. Ihr seht schon, das ist hier übrigens meine Arbeitskapuze, weil ich hier an meinem Lehm-Trollhaus gerade wieder ein bisschen rumbastle. Ich habe mir jetzt mal ein paar Tage Ruhe genommen, um da mal weiterzukommen. Nächste Woche am Dienstag gibt es das nächste Seminar. Sage ich nachher noch was dazu. Und da bin ich dann auch schon jetzt in der Vorbereitung. Ja. Genau, ich werde auch am kommenden Wochenende nochmal einen Beratungstag machen. Da habe ich mir ein bisschen freigehalten, Termine, wenn Interesse besteht. Ich berate nicht ständig, sondern mache das jetzt immer so, dass ich bestimmte Tage nehme, wo ich mich denn voll darauf konzentriere. Und das ist nicht so oft. Okay, die Venus im Stier. Es ist halt so, man kann im Grunde jeden Planeten als Reisenden betrachten. Ja, als eigenständigen Reisenden, wenn man so möchte. Als von dem Tierkreiszeichen, was ja wie ein eigenes kleines Königreich ist, ausgesandten Botschafter oder Forscher, der einmal durch den Tierkreis wandert, andere Galaxien erkundet, dort Kontakt aufnimmt,
den eigenen Archetypus dort vorstellt, sich von anderen Tierkreiszeichen, anderen Sphären, anderen Etappen, anderen Archetypen Eindrücke holt, sich selbst in Frage stellt, aber auch Dinge integriert und so weiter. Und wenn ein Planet in seinem eigenen Tierkreiszeichen wieder ankommt, dann ist es so, das hatte ich letztens im Seminar auch schon erläutert, dass man quasi wie ein Horoskop drauf machen kann. Und dann kann man gucken, was ist quasi in dem kommenden Zyklus, den dieser Planet einmal durch den Tierkreis läuft, für diesen Bereich des Lebens, in dem Fall Stier, ja, was ich gesagt habe, ankommen, neuen Land, Revierbildung, Gemeinschaftsbildung, auch soziale Strukturen bilden sich da und Mannschaftsbildung. Was ist für diesen Lebensbereich jetzt in dem kommenden Zyklus, je nachdem, die Planeten laufen ja unterschiedlich lang, die Venus braucht ungefähr ein Jahr, der Mars braucht circa 2 Jahre. Was ist also in diesem kommenden Zyklus ausschlaggebend oder wichtig? Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen durchexperimentiert, durchexerziert und ausprobiert an den Marsläufen, an den Marszyklen. Viele machen ja das sogenannte Äquinoktikum, das heißt, sie setzen die Sonne auf 0 Grad Widder und sagen dann, das ist jetzt sozusagen für das kommende Jahr maßgebend. Natürlich kann man machen, das ist eine bewährte Methode. Aber ich habe das jetzt nochmal an dem Ukraine-Russland-Konflikt ein bisschen durchgespielt. Und da scheint mir noch treffender und auch rhythmisch noch ja, klarer. Und das ist ja das, was wir eigentlich immer anstreben. Ne? Ich meine, kompliziert genug wird es schon mit der Astrologie, noch klarer und einfacher zu sehen, wann der Konflikt an der Tagesordnung war, wann er aufflammte oder wann er losgehen musste oder wann das Potenzial da war, eine gegebene Ordnung mithilfe des Mars in Frage zu stellen, Mars-Saturn. Ja. Ja, die Venus steht auf 0 am, was war, 28.05.1646, deutsche Zeit. Und das, was mir sofort als erstes aufgefallen ist, dass die Venus eigentlich überhaupt gar keine Konstellationen hat. Außer eine Verbindung zum Pluto. Aber eigentlich hat sie die Verbindung zum Pluto nicht mehr. Denn wenn man mit der Klassik die Sache betrachten möchte, dann muss man sagen, Planeten können nur in Konstellationen geraten, wenn sie in den entsprechenden Tierkreiszeichen stehen, die diese Konstellationen möglich machen. Das heißt, die Venus hatte eine Verbindung zum Pluto. Der Pluto steht bei 28,24, ist da schon in die Rückläufigkeit eingetreten. Ja, an der Stelle würde ich auch in die Rückläufigkeit eintreten. Das sage ich gleich was dazu. Würde ich mich auch bemühen, aus der Stelle wieder zurück und wegzukommen und wieder zurück in die gute alte, in die guten alten Verhältnisse. Das macht ja der Pluto hier. Ja, die Venus hatte einen Kontakt. Die Venus als Prinzip der Gemeinschaftlichkeit, der sozialen Vergruppung, der sozialen Zellbildung, Zellhaufenbildung, war bis dato im Übergang über den Pluto quasi nochmal intensiv im Kontakt mit einer alten Matrix, die jetzt ja bei Ende Steinbock sozusagen eine extreme Verhärtung im letzten Rest einer bis dato gegebenen alten Welt darstellt. Ja. Das, was jetzt die Venus vor sich hat, ist meiner Meinung nach eine deutliche Herauslösung. Das heißt, das ganze Kollektiv befindet sich jetzt mit dieser Konstellation Venus 0 Grad und den Pluto verlassen habend in dem kommenden Zyklus, befindet sich jetzt in einem Prozess der Herauslösung der unsichtbaren Matrix der alten Welt. Das ist hier, wenn ich das so lese und in Verbindung mit dem mit der Struktur der Heldenreise oder dem unsichtbaren Skript der Heldenreise ist es eindeutig und klipp und klar zu sagen. Die Venus tritt jetzt quasi in den Stier und hat wirklich keine Konstellation im Moment, außer diese sozusagen hinter ihr liegende Konstellation in Verbindung mit dem Pluto. Ja, das ist das unsichtbare Skript der Spätphase einer alten Ordnung da hinten bei 28,5. Beziehungsweise habe ich 28,4 genauer gesagt, steht der Pluto im Steinbock. Und bei 28,4 ist eigentlich dieses unsichtbare Skript innerhalb des Steinbockes, so wie in jedem Tierkreiszeichen, das stattfindet, dort nur immer unter einer anderen Oberhoheit, befindet sich dieses unsichtbare Skript einer
Spätphase einer untergehenden alten Ordnung explizit im Ersaufen. Kann man nicht anders sagen. Weil der Ersaufpunkt, Entschuldigung, der liegt bei 28,3 ungefähr in jedem Tierkreiszeichen aus der Sicht des unsichtbaren Skripts der Heldenreise, wo es um Stirb und Werde geht, Untergang und Wiedergeburt, Untergang und in der Tiefe des Marianengrabens Empfang einer neuen Vision. Und diese Vision ist die Basis für eine neue Entwicklung. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass der Pluto hier an der Stelle bei 28,4 ein bisschen früher noch beginnt rückwärts zu gehen. Ein bisschen später war es, beginnt rückwärts zu gehen. Er hat einfach keinen Bock. Wann ist er dann rückwärts gegangen? Da, Ende April. Am 28.04. 28,4 fällt mir noch gerade auf. Da haben wir noch gerade drüber gesprochen. 28,4. Na, hier war es 28,6. Bei 28,6 hat er gesagt, das reicht mir. Ich bleibe jetzt stehen. Ich gehe hier nicht weiter. Und das kann ich persönlich gut verstehen, weil er ist wirklich dabei gewesen, in die Tiefe abzurutschen, in die Tiefe abzurauschen. Was wirklich passiert, bei ungefähr 28,3 beginnt die Talfahrt hinunter in den Marianengraben. Und er hat es ein bisschen mitgemacht und hat dann aber doch Schiss bekommen, die letzten Reste der alten Strukturen, der unsichtbaren Skripte der alten Welt unten im Marianengraben loszulassen und dann mit einer neuen Idee, einer neuen Vision hochzukommen. Ging nicht, hat er nicht geschafft. Das passiert bei vielen von uns, dass wir an irgendeiner Phase oder Etappe der Heldenreise zögern, umdrehen, nicht weitergehen und dann doch lieber irgendwo hängen bleiben und dann entstehen die Reiselücken, weil man bestimmte Prozesse nicht vollzogen hat. Ja? Und bei der nächsten Reise, bei der nächsten Entwicklung in diesem Bereich hat man dann das doppelte Gummiband, was einen in die Tiefe zieht, sodass man dann Reiselücken zwangsläufig früher oder später nicht mehr überspringen kann, ja, sondern man musste da durchgehen. Ja, der Pluto läuft jetzt rückwärts in der Hoffnung, sich vor dem Untergang zu retten und versucht sich nochmal ans alte Ufer zu retten. Ich guck mal, wann das passiert, wie weit das zurückgeht. Ja, der geht nochmal richtig ans alte Ufer zurück. Wird sich nochmal in die Turbulenzen des Wandels hineinbegeben, durch Widerstand gegen Veränderung. Das passiert hier im Herbst 22 und dann dreht er wieder um und geht wieder vorwärts und muss den Prozess dann doch nochmal wiederholen, nämlich den Absprung vom alten Ufer, vom Ufer alter Verhältnisse. Und dann muss er halt weitergehen und wird dann durch die Stirb- und Werdephase auf alle Fälle durchgehen. Und dann nächstes Jahr im März, habe ich ja schon verständlich beschrieben, wird er dann in dem einen Schritt weitermachen in den Wassermann. Ja, dann hat er diese Prozesse in einer feineren Schicht der Ablösung alter Skripte innerhalb der alten Welt wieder vollzogen. Dann kommt die sogenannte neue Weltordnung, die aber, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, ganz sicher nicht so einfach der Matrix der Schwabschen Gemeinschaft, Klaus Schwabschen Gemeinschaft, nachvollziehen wird. Nicht einfach den Stempel haben dieser Gemeinschaft, sondern es wird meiner Meinung nach eine multipolare Welt geben, wie es die Russen immer sagen. Und es ist nicht aufzuhalten. Wir hatten doch jetzt eine unipolare Welt über Jahrhunderte. Und jetzt wollte noch einen Stempel oben drauf setzen, noch eine Stufe. Das wird nicht funktionieren. Das Pendel ist an der Grenze. Okay, jedenfalls wird die Matrix ganz erheblich erschüttert im März nächsten Jahres. Und dann werden die Verwandlungen sich vertiefen. Okay, aber das, was ich eigentlich bereden wollte, war ja die Venus. Das ist aber trotzdem wichtig, weil die Venus eben so sehr nochmal in die Gefangenschaft der alten Matrix geraten war. Und das Ganze kann man natürlich rhythmisch betrachten. Ja, man kann jetzt sagen, ja, Venus läuft jetzt kurz mal rüber. Was ist denn das? Nee, man kann es im größeren Rhythmus sehen. Was weiß ich, ein Grad, ein Jahr oder so. Man kann es alles größer aufspulen. Das sind halt die Rhythmen. So, aber ansonsten wird die Venus jetzt erstmal in den Stier laufen und das ist sozusagen erstmal, sie holt sich in ihrem eigenen Domizil, in ihrer eigenen Welt erstmal alle Kraft, alle Regenerationen aus der bisherigen Reise, alle Energieverluste werden jetzt aufgefüllt
Und wird dann gewissermaßen neu gestärkt, wieder den Vorstoß in die Tiefe des fremden Landes machen, dann im Zwilling. Was man natürlich sagen muss, ihre eigene Welt ist auch im Umbruch. Sie hat einen Besucher im eigenen Domizil aus einer sehr fremden Galaxie gewissermaßen. Sie hat den Uranus mitten im Zentrum. Das heißt, wenn die Venus jetzt ins eigene Haus, ins Innerste des eigenen Hauses hineingeht, wird dort ein Fremdling sitzen, wie der Uranus ja oft der Fremde ist, ja? Oder das Fremde, womit wir nicht klarkommen. Das Ungewöhnliche, Originelle, das nicht einzuordnende und so weiter. Ihr wisst ja, es gibt zwei Geschichten auf der Welt. Ein Held zieht in die Welt, um ein Problem zu lösen, und ein Fremder kommt in die Stadt und verändert alles. Und der Fremde, der in die Stadt kommt, das ist immer der Uranus. Ja. Als Gleichnis gewissermaßen. Man kann auch sagen, das ist der Punkt, Spitze 11. Haus, wenn es Fremde plötzlich vor der Tür erscheint und als Botschafter des Neuen, als Bote des Neuen den Ruf des Abenteuers überbringt, sprich den Impuls zum Verändern oder Verlassen der gegebenen Verhältnisse. Immer 0 Grad Wassermann, beziehungsweise erste Phase, zweite Etappe der Heldenreise. Ja? Genau. Also, ich will jetzt gar nicht das Ganze hier erstmal betrachten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass nach meiner Lesart sich das Kollektiv in diesem kommenden Zyklus jetzt herauslösen wird aus den Matrixen, den unsichtbaren Matrixen und Skripten und Drehbüchern der alten, erstarrten Welt. Ja, das wird kein leichter Prozess. Und der Eintritt des Pluto nächstes Jahr im März in den Wassermann oder der erstmalige Eintritt, es geht ja dann nochmal zurück und so weiter, wird das Ganze begleiten. Und das ist auch notwendig, diese Erschütterungen, die da stattfinden, damit das Kollektiv wirklich aus den alten Matrixen rauskommt und wirklich quasi in der neuen Welt, im neuen Land ankommt, im Stier, und dann gewissermaßen dort auch die Kraft hat, sich aus den Wurzeln so viel Energie rauszuholen, um dann wirklich weiterzugehen und eine echte neue Reise anzutreten. Okay? Gut, damit möchte ich es erstmal belassen. Nur mit den Hinweisen, ein bisschen so diese gleichnishaften Bilder oder Geschichten hier vor euch breit zu treten oder zu transportieren. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Seminar. Also das Seminar ist jetzt geplant, nächste Woche Dienstag. Das ist dann der 7. Juni. Da werden wir Schwerpunkt wirklich jetzt mal mundane Astrologie machen. Zuletzt hatten wir ja so ein Potpourri aus verschiedenen Soßen, die wir zusammengeschmissen haben. Ich werde mal, denke ich, mich wieder so ein bisschen mehr in die Richtung Spezialisierung bewegen. Das heißt also ein Abend, im Wesentlichen ein Thema. Und das wird nächste Woche Dienstag mundane Astrologie sein. Ist natürlich was sehr Interessantes, weil es alle betrifft. Ja. Beginnen werden wir mit den Bewegungen an den Kryptomärkten. Jetzt will ich es endlich mal machen. Das haben wir beim letzten Seminar nicht geschafft. Ich habe schon gesehen, mit dem Eintritt der Venus, die Kurse steigen. Nicht von allen, aber gerade bei diesen beweglichen virtuellen Währungen ist es sehr schön zu sehen, wie die reagieren und wie das plötzlich jetzt in den ersten 1, 2, 3 Tagen mit der Venus sofort anfing, nach oben zu gehen. So, das werden wir im Detail uns mal angucken. Dann können wir nämlich ganz gut was lernen über die Wirkungen von bestimmten Archetypen, wenn die aufeinandertreffen, über Konstellationen und so weiter. Ich habe auch das Horoskop von Bitcoin oder ein Horoskop, was komischerweise ich nirgendwo finde bei anderen. Mir ist das mal zugespielt worden über eine ganz winzige Notiz. Irgendwer hat in irgendeinem Forum da was reingeschrieben und ich nehme immer das Horoskop. Das ist dann wieder verschwunden und das scheint ganz gut zu funktionieren. Darüber werden wir also auf alle Fälle am Anfang des Seminars reden. Und dann natürlich auch hier und da ein bisschen Geschichtsastrologie betreiben, um Mundanastrologie verständlich zu machen. Ja. Okay, ansonsten denkt dran, am kommenden Wochenende mache ich nochmal einen Beratungstag. Da gibt es sozusagen die Tür, eine offene Tür wieder für Beratung. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen 1. Juni und viel Spaß.
Thank you.